Und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mich mit Double Face Stricken beschäftigen möchte und gerne zeigen möchte, wie ich in dieser Technik einen kleinen Spüllappen oder auch Topflappen arbeite. Zunächst einmal, was ist Double Face Stricken? Es wird auch Doppelstrick genannt und ist eine Technik des zweifarbigen Strickens. Also da wird in der Anschlagkante mit zwei Farben Maschen aufgenommen und es wird dann gleichzeitig, wenn die Vorderseite gestrickt wird, gleichzeitig auch die Rückseite in einer anderen Farbe, in einer zweiten Farbe mitgestrickt. Also die zweite Lage der Rückseite, das ist offen, die zweite Lage der Rückseite wird gleich mitgestrickt. Ich könnte jetzt auch sagen, ich stricke als Vorderseite in der ersten Reihe diese Farbe und stricke es dann auf der Rückseite diese Farbe mit. Ist also ganz egal. Es entsteht dabei durch dieses umgekehrte Farbsystem quasi ein Positiv-Negativ-Effekt. Da kann man dann sogar auch Motive nachher einstricken. Das kommt aber später. Wir beginnen erst einmal mit dem Maschen aufnehmen, den Randmaschen stricken und dem glatt rechts gestrickt. Das möchte ich halt zunächst einmal zeigen. Man kann dann nachher auch Muster 1 rechts, 1 links zum Beispiel mitstricken. Aber wie gesagt, das kommt später. Erst einmal die glatte Variante. Ja, dann habe ich mich für diese Wolle entschieden. Und zwar, weil ich ja sagte, als Spüllappen oder Topflappen möchte ich es dann verwenden und habe dazu von King Cole die Cotton Soft gewählt. Ja, dies ist auch wieder eine Dauerwerbesendung und mache ich auch gern jetzt hier. Die Wolle ist erhältlich bei Woolhaus. Und warum ich mich für entschieden habe, sieht man dann hier auch auf der Banderole. Das ist ein 100% Cotton, also Baumwollgarn. Etwas dicker, nämlich 210 Meter auf 100 Gramm. Und warum ich es dann auch wähle, es ist bei 40 Grad in der Maschine im Vollwaschgang waschbar. Und das ist ein besonderer Hygienepunkt für mich. Deshalb habe ich sie gewählt. Dazu, ach so, kann ich noch zeigen, wo steht es? Steht immer irgendwo drauf. Ah, da kommt es. Ja, da sind doch die Nadeln. Hatte ich doch schon. Die Banderole sagt 4 mm. Ich bin eine Lockerstrickerin und habe mir daher die 3,5er Nadeln genommen. In diesem Fall von Knit Pro als Seilsystem, also auswechselbare Spitzen, auch bei Woolhaus erhältlich. Ja, das war also Werbung und nun zum eigentlichen Thema. Beide Farben werden gleichzeitig verarbeitet und deshalb habe ich mir die hier also schon mal parallel gelegt und nehme jetzt meine, ja, so wie ich denke, für meinen Maschenanschlag erst einmal. Also wie ich es gewohnt bin, den Kreuzanschlag und nehme Maschen auf. Und wer den Kreuzanschlag von euch gerne nochmal einzeln in Ruhe sich anschauen möchte und es ihm hier zu schnell geht, der schaue gern in mein gesondertes kleines Video zum Kreuzanschlag hinein. All diese Dinge, also Wolle, Nadeln, die Firma, mein Video und was ich hier sonst noch so benenne, verlinke ich euch gerne in, ja,
wie nennt man das, in der Infobox hier unter diesem Video. So, ich nehme nun also mal meine Maschenanzahl auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und dann gibt es gleich eine ganze Klitzekleinigkeit als Planänderung, ganz spontan beschlossen. Warum? Ich hatte hier für mich diese beiden zarten Farben gewählt, weil tatsächlich möchte ich den Spüllappen, den ich hier mit euch gemeinsam ja stricken möchte, mit dir gemeinsam stricken möchte, möchte ich auch in meiner Küche nutzen. Und das sind genau meine zarten Farben. Ja, das war einmal die Farbe 712 Rose und die Farbe 3032, 3032 Light Gray. So. Wunderschön für mich zusammen, wo ich jetzt aber die Maschen anschlage und mir das hier vor die Kamera halte, fällt mir also auf, dass du das wahrscheinlich am Bildschirm sehr schlecht erkennen kannst, welche Farbe ist welche. Also wenn ich das dann für mich stricke, ist das nachher vollkommen okay. Nur zum Zeigen, ich werde es hier mit stricken und natürlich weiterhin zeigen, habe ich kurzerhand beschlossen, dass kommt mal ein klein wenig an die Seite und habe zwei kontrastreiche Farben mir aus meinem Vorrat geschnappt. Ist also genau dieselbe Qualität, auch die Cotton Soft. Also für mich mag ich jetzt diese Farbkombi nicht so gern. Ich hatte sie ja hier mit dem Zartrosa und dem Kräftigen. Also das ist die. Und das Zartrosa war der Farbton, ja, der Farbton. So, jetzt also diese Farbkombi, um es euch besser zeigen zu können. Das helle ist die 3363 Blush und das kräftige ist die 3033 Orchid. So, da habe ich mir dann auch wieder meine 3,5er Nadel, aber nur als zwei Nadeln von meinem Nadelspiel in der 3,5 genommen. Auf der Banderole, wie ich vorhin schon sagte, steht die 4 drauf. Jetzt habe ich hier gerade mal ein paar wenige Maschen, wie ich es euch eben gezeigt habe, im Kreuzanschlag aufgenommen, so dass wir weiterarbeiten können. Ja, so ist die Lage im Moment. Jetzt ist es besonders wichtig, mir gelingt es nicht immer, wenn ich die zwei Fäden für den Maschenaufnahme, für den Maschenanschlag hier habe, dass diese zwei Maschen immer gleich laufen. Und das ist ganz wichtig. Es heißt hierbei, oft auch in den Anleitungen, wir stricken eine Vorder- und eine Rückseite, was in diesem Sinne ja eigentlich gar nicht gilt, denn wir stricken sie ja gleichzeitig und haben hier eine Vorderseite und auch hier eine Vorderseite. Und trotzdem braucht das Kind im Schriftlichen ja einen Namen. Also sagen wir, wir stricken die Vorderseite mit dem, jetzt könnt ihr es für euch festlegen, entweder mit dem hellen Ton oder mit dem dunklen. Ich wähle jetzt hier tatsächlich mal den hellen Ton für die Vorderseite und den dunklen Ton für die Rückseite. Und nun ist es ganz wichtig, dass wir bei der Maschen, wir haben mit doppeltem Faden aufgenommen. Ich habe hier jetzt mal 12 Maschen genommen und habe 24 Maschen im Grunde genommen auf der Nadel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Es zählt jetzt für jede Masche zwei Schlaufen. So ist es dann auch in Anleitungen beschrieben. Also immer
einem Schlaufe für die Vorderseite und eine Schlaufe quasi für die Rückseite, die ja eigentlich, wie eben schon erläutert, auch eine Vorderseite ist. Nun müssen diese Maschenglieder auch alle gleich liegen. Das heißt, wenn ich die Vorderseite mit meinem hellen Farbton habe, beginne ich mit der ersten Schlaufe in hell. Und deshalb lege ich nach der Maschenaufnahme immer meine Maschen mir nochmal richtig kontrolliert auf die Nadel. Also erst hell, dunkel. Hell und dunkel. Und wenn ich das nicht habe, dann ziehe ich sie jetzt mir hier rüber und nehme erst hell, dunkel. Hell und dunkel, hell und dunkel, hell und dunkel. Seht ihr, hier passt das jetzt schon ganz gut. Und wenn ich dann dahin komme, dass es nicht so gut passt, dann müsste ich nochmal, wie ich es eben gezeigt habe, umhängen. So, das passt jetzt aber schon ganz gut. Ich nehme jetzt auch noch mal mein großes Projekt zur Hand und hier würde ich es halt genauso machen, wieder meine Farbe bestimmen und dann gucken, ob alle Maschen eben gleich liegen. Hierzu möchte ich noch sagen, ich beabsichtige, dass es da auch eine Anleitung zu geben soll. Die ist im Moment noch nicht. Wenn die dann verfügbar ist, füge ich die auch später noch hier in die Infobox als Link ein. Ich kann aber verraten, dass ich hier für dieses Projekt 35 Maschen auf der Nadel habe. Das hat dann so nachher circa eine Größe von 19 mal 19 cm, 20 mal 20, je nachdem. Also so in etwa, dass ihr eine kleine Vorstellung habt. So, dann könnt ihr eben auch euch das im Großen nadeln. Und wer es eben das erste Mal arbeitet, nochmal mein Hinweis, ihr habt es leichter, wenn ihr richtige Kontrastfarben wählt. Ja, ihr seht das hier. Ich halte euch das nochmal hin. Das ist wahrscheinlich bisschen schwieriger zu erkennen, sage ich es mal so. Und deshalb bleiben wir jetzt beim Probestück. Also, wir haben die Maschen. Wie gesagt, eine Masche hat im Grunde genommen jetzt immer zwei Maschenglieder, wird häufig in Anleitungen auch als Schlaufen bezeichnet. Und die erste Masche und die letzte Masche werden als Randmaschen gearbeitet und zwar immer mit zwei Fäden, damit es optisch nachher genau so aussieht wie in der Anschlagkante. Seht ihr? Es ist an der anderen Seite genauso. Und beim Abketten haben wir es nachher genauso. Da arbeiten wir also immer mit beiden Fäden und die Maschen dazwischen arbeiten wir mit einem Faden, die Fadenhaltung und das zeige ich gleich noch. Wir sind jetzt erst einmal bei der Randmasche. So, mit beiden Fäden habe ich schon gesagt und die Randmasche, da stricke ich halt die erste Masche. Jetzt muss ich erstmal hier meinen Faden so einmal wenden. Da ist mein Arbeitsfaden. Randmasche mit beiden Fäden wie zum rechts abheben. Rechts stricken, abheben. Und die letzte wird dann mit beiden Fäden links gestrickt. Jetzt brauchen wir noch die Fadenhaltung. Ich habe gesagt, ich drehe noch mal auf die Seite zurück. Ich stricke die Vorderseite mit dem hellen und stricke die Rückseite mit dem dunklen, was ja auch eine Vorderseite ist. Ich sage es immer wieder, ich hoffe, ich verwirre euch damit nicht. Es ist aber so. Das werdet ihr jetzt merken. Wenn ich nämlich jetzt umdrehe, habe ich ja vorne die dunkle Farbe. Ich stricke auch hier
zu der Seite eine Vorderseite und nehme mir deshalb jetzt, die erste Schlaufe ist halt dunkel, nehme mir jetzt meinen dunklen Faden auf meinen Zeigefinger und den hellen Faden entgegengesetzt auf meinen Zeigefinger. Und jetzt möchte ich nur noch bitte mal erwähnen, dass diese Fadenhaltung nur meins ist, wie immer. Ich zeige immer nur, wie ich es erfertige. Jeder darf so und sollte in meinen Augen auch erst recht so arbeiten, wie es ihm geläufig ist. Wenn du also hiermit nicht klarkommst, es bereits anders kennst, bitte arbeite in deiner Variante. Strickst du aber mit mir hier das erste Mal Double Face, probier es aus und wenn es dir überhaupt nicht liegt, schau bitte gerne auch bei anderen. Es gibt ja auf YouTube so viele Kanäle und Videos, dann schau gern auch bei anderen, wie sie es machen. Manche haben einen Fadenring hier drüber, manche wickeln sich das ganz anders um die Finger, manche haben den einen Faden auf dem Zeigefinger, auf dem Mittelfinger, den anderen. Manche arbeiten beidhändig, einen Faden hier, einen Faden auf der rechten Hand. Schau dann bitte, ich zeige nochmal nur meine Variante. Ja? Und so habe ich jetzt meine erste Farbe, jetzt hier auf der Seite das Dunkle, immer als erstes hier und den zweiten Faden hier unten liegen. Und wenn ich nachher die Reihe wächst, also die Reihe wechsel, quasi die Seite wechsel, dann werde ich auch das umlegen. Dann seht ihr nochmal, dass wieder meine Vordermasche, dann das helle hier vorne liegt. Die liegt ja vorne vor dem anderen Faden. Und so lässt es sich halt für mich am leichtesten stricken. So, Randmasche mit beiden. Also wie zum Rechtsstricken nur abheben, dann laufen hier noch beide Fäden mit. Und jetzt stricke ich meine erste Schlaufe der ersten Masche rechts mit dem Faden, der vorne liegt. Und da ich ja von hinten mir auch eine rechte Masche angucken möchte, muss ich sie jetzt quasi in der Rückreihe, stricke ich hier da quasi die Rückreihe, links stricken. Und zum Linksmaschenstricken müssen beide Fäden vor die Nadel. Und ich stricke aber nur den hellen Faden ab und lasse den dunklen Faden hier vorlaufen. Jetzt stricke ich wieder meine Masche rechts, also die zweite Masche. Stricke ich wieder hier die dunkle Schlinge mit dem dunklen Faden, der vorne liegt, rechts ab. Und muss, weil ich ja wieder von der Rückseite ein rechtes Maschenbild möchte, diese Schlaufe als linke Masche stricken. Und linke Maschen immer beide Fäden vor die Arbeit, aber nur den linken Faden. Und da seht ihr, das geht ganz einfach, wenn ich meine Fäden so halte. Außerdem kann ich hier meine Fadenspannung recht gut regulieren. Wenn mir dies zu lang wird, ziehe ich hier mal ein bisschen dran unten und dann habe ich sie wieder. Ich kann meinen Finger hier bequem halten. Also für mich ist es so bequem. Ja, dann wieder mit dem ersten Faden der ersten Farbe rechts, mit der zweiten Farbe links. Beide Fäden vor die Nadel, hintere Faden links stricken. Ja, und das wiederholen wir jetzt die ganze Reihe. Und das ist schon im Grunde genommen alles, um euren Spüllappen, euren Topflappen im Double Face, also zweilagig, eine Seite in einer hellen Farbe, eine Seite, jetzt wollte ich gerade eine linke Masche stricken, ihr habt es gesehen, rechts, diese links zu stricken. Ja, jetzt wieder rechte
und das wiederholt sich jetzt permanent. Also mehr braucht ihr für glatt rechts gestrickt im Double Face dann gar nicht zu wissen. Zeige euch aber gleich nochmal, wenn ich die Reihe wende, beziehungsweise ja nicht nur die Reihe wende, sondern meine Arbeit, ich sag mal besser die Arbeit wende, wie sich dann meine Fadenhaltung eben nochmal ändert. So, letzte Masche, Randmasche, links stricken mit beiden Fäden. Da nehme ich jetzt tatsächlich beide durch. So, wenn ich mir jetzt mein Gestrick anschaue, habe ich halt hier die erste Masche mit beiden Farben und jetzt kommt immer Vorderseite, hintere Seite, Vorderseite, hintere, Vorder, hinter. Ihr könnt das schon so ein bisschen erkennen, finde ich. Ja, kann man schon erkennen. So, ich wende meine Arbeit und lege mir jetzt guckt mich ja hier die helle Seite an. Lege mir jetzt als Hauptfarbe, als erste Farbe, meinen hellen Farben und den zweiten so rum dahinter. Also der helle ist jetzt vorn, die zweite Farbe hinten. Randmasche, wie zum Rechtsstricken abheben, beide Fäden. Und jetzt wieder rechts, aber mit hell. Und die linke Masche für die Rückseite hier hinten. So, wieder rechts und wieder links. Wieder rechts und wieder links. Ja, und wie eben schon gesagt, kann das jetzt so weitergehen. Und ich stricke jetzt mal hier eine kleine Ecke dann an diesem Probestück weiter. Und auch natürlich an meinem größeren Spül- bzw. Topflappen, wie auch immer ihr ihn dann verwenden mögt. Und natürlich auch nochmal mein Hinweis, ihr könnt natürlich jedes andere Garn verwenden. Bitte denkt nur daran, wenn ihr dickere Wolle nehmt, wird es entsprechend größer. Bei dünnerer Wolle, ja, wie bekannt, entsprechend kleiner. Dann müsstet ihr mit der Maschenzahl euch halt anderweitig orientieren. So, letzte Masche, Randmasche mit beiden Fäden links stricken. Jetzt habe ich wieder diese Seite, nehme wieder meinen erste Farbe, meine mich anschauende Farbe nach vorne, die andere nach hinten. Hier liegt zwar jetzt erst hell, aber das ist die Randmasche, das spielt keine Rolle, die hebe ich eh ja nur ab und stricke wieder rechts mit der ersten Farbe, links mit der zweiten Farbe. Ja, so, nun wünsche ich schon mal viel Spaß beim Double Face Stricken, ob mit Probeläppchen oder schon mit Spül- oder Topflappen. Und wie gesagt, ich melde mich dann nochmal wieder. Und in den nächsten Teilen, die dann irgendwann in Kürze folgen, zeige ich euch auch, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, wie man ein Muster einstricken kann. Und ich zeige auch noch gerne, wie man ein Rippenmuster, eins rechts, eins links, in Double Face stricken kann. Ja, habt viel Spaß. Tschüss.